Manchmal macht es Sinn, Bilder in einer Tabelle zu platzieren, zum Beispiel um sie schön aneinander auszurichten. In diesem Fall habe ich jetzt eine dreispaltige Tabelle und immer unter einem Bild soll dann eine Bildunterschrift eingefügt werden können. Wenn ich jetzt das Bild einfach so reinziehe in die erste Zelle, so siehst du, wird das Bild einfach maximal groß eingefügt und ich müsste es jetzt anfassen und manuell verkleinern und das ist natürlich sehr mühsam auf die Dauer. Deshalb gehe ich da wieder einen Schritt zurück und da gibt es eine einfache Einstellung, wenn ich die Tabelle auswähle mit diesem Auswahlwerkzeug hier in der oberen linken Ecke. Und dann zum Beispiel mit einem Rechtsklick Tabelleneigenschaften wähle, da kann ich, wenn der Reiter Tabelle ausgewählt ist, unter Optionen diese Markierung rausnehmen, automatische Größenänderung zulassen. Das will ich nicht. Das heißt, die Bilder sollen mindestens in der Breite in die Zelle hineingepasst werden. Ja, und wenn ich jetzt das Bild packe, so siehst du, wird es schön an die Tabellenzelle angepasst. Was allenfalls noch wünschenswert wäre in diesem Fall, muss es ja eigentlich nicht unbedingt frei bewegbar sein. Da wähle ich dann für Zeilenumbruch Text in Zeile. Und so sind sie schön aneinander ausgerichtet und ich kann bequem darunter die Bildunterschrift anbringen. Jetzt wäre die Galerie schon fertig. Ich mache da noch eine Zeilenschaltung, damit der Abstand zur nächsten Reihe etwas größer ist. Dafür gestalte ich die Tabelle ohne Rahmen. Also so. Was wesentlich eleganter ist.